Liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zur Analyse nach dem gestrigen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, welches wir mit 3:1 gewonnen haben, 41 Punkte auf der Habensseite haben. Und ich freue mich besonders heute, unsere Nummer 39, Sebastian Vasiliades, zu Besuch zu haben. Hallo Basti, morgen. Hi. Grüß dich, alles gut? Ja, passt bei dir. Gut aus dem Spiel gekommen? Sowieso. Keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Perfekt, ja. Basti, Glückwunsch erstmal zum Sieg gestern. Das war wieder so ein Spiel, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Das ist bis jetzt das 10. Spiel, wo ihr geschafft habt, am Ende nochmal das Spiel zu drehen. Damit habt ihr 6-mal jetzt einen Unentschieden rausgeholt und 4-mal sogar einen Sieg. Wo kommt dieser unbändige Wille her und diese Überzeugung, dass ihr solche Spiele noch drehen könnt? Ja, ich denke, wir als Team funktionieren einfach gut. Wir sind uns immer im Klaren, dass wir ein Spiel drehen können, dass wir nie aufgeben dürfen, weil ein Spiel geht 90 Minuten. Ne? Und so überrascht mich es nicht, dass wir da noch so viele Spiele drehen konnten. Gut, wenn man mal die erste Halbzeit von gestern nimmt, dann war das eher noch so, ja, so ein bisschen herantasten, würde ich fast sagen. Es war nicht so viel spektakuläre Dinge mit dabei gewesen. In der zweiten Halbzeit, allerdings als ihr aus der Kabine gekommen seid, hat es langsam angefangen zu rollen. Jetzt wissen wir ja auch, dass wir ab der 75. Minute das Team sind, das die meisten Tore ausschießen bei uns in der Liga. War zum Beispiel in der 68. Minute ja, der Schuss von Kai Bröger so ein bisschen so dieses Hallo-Wach-Effekt nochmal? Ich denke, wach waren wir auf jeden Fall. Ingolstadt hat es gut gemacht, hat uns gut verteidigt, hat offensiv Akzente gesetzt, war nicht einfach. Wir waren geduldig und haben dann einfach auf unsere Chance gelauert, die kam dann und die haben wir dann eiskalt genutzt. Aber man merkt da auch im Stadion als Zuschauer, dass so ab diesem Zeitpunkt auch nochmal ein Ruck durch die ganze Mannschaft ging? Oder war das euch gar nicht so klar? Also mir persönlich war das jetzt nicht so klar, okay. Aber es kann schon sein, dass da nochmal ein kleiner Ruck gegeben hat. Ja. Gut, wir haben 3 sehenswerte Tore erzielt. Das 3:1 hast du auf Jimmy vorgelegt am gestrigen Tag. Du kennst das mit der Taktiktafel schon, deswegen haben wir sie. Vielleicht können wir die Szene einmal nachstellen. Wo ist denn der Ball? Hier, liegt schon im Tor. Mach mal. Also begonnen hat es mit dem Abschlag von Leopold Zingerle. Baba hat ihn verlängert. Kai und ich sind Richtung Ball gelaufen. Der Verteidiger hatte den Ball, hat dann Kai mehr oder weniger angeschossen. Der Ball sprang dann hier in den Raum, da stand ich und habe den dann irgendwie quergelegt zu Jimmy, der den super annimmt und dann eiskalt vor dem Tor, schau nach Tunnel und so das 3:1 macht. Hast du Jimmy kommen sehen? Wusstest du, dass ja, der da jetzt gleich? Okay, sehr schön. Ja, und dann war das 3:1 drin und damit der Sack dann auch zugewesen. Ja. Du hast laut Statistiken gestern die meisten Chancen kreiert. Wenn man dich mal beobachtet auf dem Spielfeld, hast du unseres Erachtens nach eine unheimliche Entwicklung auf den Platz gebracht hat in der letzten Zeit. Wie siehst du selber deine Entwicklung? Wo siehst du dich gerade? Oh, wo sehe ich mich? Schwer zu sagen. Ich denke, dass ich es ganz ordentlich mache, dass ich versuche, dem Team zu helfen, sowohl offensiv als auch defensiv. Meine Hauptaufgabe ist es, nicht offensiv Akzente zu setzen, sondern den Laden da hinten im Mittelfeld noch ein bisschen dicht zu halten. Versuche mich trotzdem immer wieder vorne mit einzuschalten und ich denke schon, dass ich da eine gute Entwicklung gemacht habe. Bescheiden, wie immer, wie man nicht kennt. So, jetzt ist Länderspielpause erstmal, das heißt, wir fahren mal ein bisschen runter, regenerieren. Danach geht es dann zum Tabellendritten, zum ersten FC Union Berlin in die alte Försterei. Für dich deine Premiere, du hast noch nie in der alten Försterei gespielt. Was müssen wir machen, um dort auch zu punkten? Oh, ein Tor mehr schießen als der Gegner, würde ich sagen. ja, wir müssen auf jeden Fall Gas geben, müssen schauen, dass wir Union Berlin nicht zu vielen Chancen geben, weil die nutzen die eiskalt und müssen vorne einfach selber was kreieren. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich guter Dinge, dass wir da auch was mitnehmen können. Das sind wir auch. Ich würde sagen, dann haben wir erstmal alles angesprochen. Eine Sache fällt mir noch ein, liebe Fans, und zwar steht auch das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den HSV. Ja, kurz davor, 2. April ist es soweit. Wir haben natürlich auch dafür wieder einen Spieltagsschal. Nimm den mal in der Hand, dann können wir den mal ausbreiten. Ah, so rum. Oh, guck mal hier, genau. Den gibt es jetzt ab diese Woche Mittwoch im Fanshop und auch im Onlineshop. Diesen könnt ihr euch bestellen oder kaufen. Natürlich nur, solange der Vorrat ja, hält. Wie findest du den? Schick. Schick, alles klar. Dann hängen wir den mal hier drüber. Ihr kauft die Schals. Wir sehen uns dann in der alten Försterei, spätestens beim HSV-Spiel. Und ich sage danke, Basti. Kein Problem. Schönen freien Tag wünsche ich dir noch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, tschüss. Ciao. Bis bald.